Webinar keine Angst vor Zero-Day-Attacken. Jetzt ist es 2:05. Ich würde vielleicht noch ein Minütchen warten, dass vielleicht noch die restlichen Leute, die dabei sind, einzutrudeln, auch ihre, sich quasi hier in dem virtuellen Raum einfinden können, Platz nehmen können. Und dann würde ich so in circa 30 Sekunden loslegen. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Ich werde ein wenig über Zero-Day-Attacken anhand des Beispiels des aktuell derzeit im Umlauf befindlichen Loki und seiner Verwandtschaft da ein bisschen was erzählen. Auch ein bisschen was über Fortinet selber, was wir für Produkte wir haben und was für Gegenmaßnahmen damit eingeleitet werden können. Da werde ich ein bisschen drüber erzählen, ein bisschen auch eben, wie wir dagegen ankämpfen können. Während der Veranstaltung würde ich Sie alle auf stumm schalten, so dass ich quasi in Ruhe das erzählen kann. Sie können, falls Sie Fragen haben, diese einfach in den Webchat eintippen und ich würde die dann einfach am Ende des Webinars durchgehen und beantworten und dann auch die Telefone für Fragen öffnen. Das heißt, Sie können die dann auch telefonisch vortragen und genau das dann am Ende offen halten und danach wäre das Ende um circa 15 Uhr. So. Sie verstehen mich alle deutlich, was ich hoffe. Falls dem nicht so wäre, würde ich mich über eine Information im Chat oder über eine Meldung kurz freuen, dass wir da eventuell was dran tun können. Genau. Gibt es auch ein Bild? Ich hoffe, dass die Bildübertragung mittlerweile gestartet hat. Jetzt da, wunderbar. Dann denke ich, legen wir jetzt einfach mal los. Genau. Kurz zur Agenda. Ich würde gern ein bisschen was zu Fortinet selber erzählen. Keine Angst, es wird keine PowerPoint-Schlacht. Eben dann anhand der aktuellen Situation das mit dem Loki ein bisschen aufzeigen. Zusammen auch hier mit Statistiken, Zahlen und Fakten. Wie funktioniert das Ganze? Wie halten wir das auf? Dann gleich den Übergang zu unserer Lösung von ATP. Und wenn Interesse und Zeit am Schluss noch da ist, ein paar Neuigkeiten zu FortiOS 5.4, wo eben eine Integration von der Sandbox noch tiefer ist als in den vorherigen Versionen. Gut. Zu Fortinet kurz. Fortinet gründet im Jahr 2000 und die Gründer Ken und Michael Xie haben ihre alte Firma an die NetScreen hieß, an Juniper verkauft und haben dann ein paar Schlüsselentwickler mit an Bord genommen aus der alten Firma und haben dann 2002 ein neues Produkt auf den Markt gebracht, die FortiGate.
sind dann im Jahr 2009 quasi IPO, also öffentlich gegangen, sodass man die Aktien kaufen konnte. Diese Details im Endeffekt können Sie alle unter Yahoo Finance nachlesen. Damit werde ich Sie jetzt nicht langweilen. Was ich kurz erwähnen möchte, sind die drei Grundpfeiler der Firma Fortinet. Das ist einmal der FortiASIC. Das heißt, wir haben selber entwickelte Hardware, den wir zur Beschleunigung von bestimmten Aufgaben benutzen. Da haben wir beispielsweise einen sogenannten Network-Prozessor, abgekürzt NP, derzeit in der sechsten Generation, der beschleunigt den Layer 2, 3 und 4. Dann haben wir einen Content-Prozessor, wie der Name schon sagt, beschleunigt der das Parsing von Content, das Verstehen von Content und so weiter. Dann ist eine weitere Säule unserer Produkte das FortiOS, das ist ein eigenentwickeltes Betriebssystem, basiert ursprünglich auf Linux, ist aber durch und durch ein Betriebssystem für eine Security Appliance, schräger Firewall. Gegensatz zu Marktbegleitern haben wir tatsächlich eine richtige Security Appliance von der Hardware her, auch von der Software eben, nicht nur ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Standard-PC mit irgendwelchen Security-Features, sondern das ist durch und durch eine gehärtete Security-Appliance. Also das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber einem Mitbewerb. Und das Letzte, was ich hier noch erwähnen möchte, wäre der FortiGuard-Service. Der FortiGuard-Service ist quasi der Dienst, der unsere Hardware mit aktueller, in Anführungszeichen, Intelligenz speist. Das bedeutet, all das, was Sie bei Fortinet kaufen, ist, da ist auch Fortinet drin. Wir benutzen auch keine OEMs für unsere AV-Engine oder IPS oder welches Feature auch immer, sondern das ist alles selber gemacht. Dementsprechend pflegen wir diese Signaturen, diese Informationen, IP-Reputations etc. Auch selber und können somit sicherstellen, dass unsere Kunden das auch auf dem schnellsten Wege erhalten. So viel als quasi kurzen Abriss über die Firma Fortinet. Was hat die Firma Fortinet im Produktportfolio? Das ist im Wesentlichen das, und deswegen ist sie hier zentral dargestellt, die FortiGate. Das ist eine Next Generation Firewall, die mit neuen Features ausgestattet ist. Drumherum gibt es viele, viele andere Produkte wie Access Points, Rekorder für Videokameras, Telefonanlagen und Telefone, genauso wie spezielle Absicherung beispielsweise für Datenbanken, Mail, Web, aber auch auf der Seite in Richtung Client, den FortiClient, der durchaus auch eine relevante Rolle spielt in unserer Bekämpfung von Advanced Threats. Und zwar ist der Client auch in der Lage, mit der Sandbox zu kommunizieren. Der Client ist auch ein klassischer AV-Client, eine Application Firewall und auch ein VPN-Client für SSL und IPsec. Des Weiteren bieten wir Token für Zwei-Faktor-Authentifizierung an, genauso wie Link-Load-Balancer und FortiGate als FortiWiFi mit bereits integrierten
Wi-Fi Access Point. Viele dieser Produkte können Sie nicht nur als Hardware Appliance kaufen, sondern diese auch als virtuelle Appliance, das heißt als mehr oder weniger Software Only, die in einem Hypervisor ausgerollt wird, erwerben. Genau. Von den Produkten, da gehe ich aber später nochmal im Detail drauf ein, denn das ist ganz interessant, kann sowohl die FortiGate, die Sandbox mit Daten besenden, als auch die FortiMail, unser Mail Security Gateway, die FortiWeb, was eine Web Application Firewall ist, genauso wie der FortiClient. Und diese eben vier Produkte zusammen mit der Sandbox als fünftes Produkt bilden ein quasi Ökosystem und kommunizieren auch lokal. Genau. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen die aktuelle Bedrohungslage an. Es geht tatsächlich durch die Presse. Ja, ich denke, viele von Ihnen sind relativ regelmäßig auf der Heise und da speziell auf der Heise Security und informieren sich da über, ja, wo wird mal wieder ein Backdoor, eine Schwachstelle oder irgendwas Interessantes gefunden. Das ist das ganz klassische Thema von Heise, aber es macht jetzt auch seine Runden in die PC-Welt, sogar in Spiegel Online, schreibt mit großen Lettern, dass Locky weit verbreitet ist. Man sieht auch, dass klassische Printmedien wie die Süddeutsche, die FAZ oder auch die Bild-Zeitung sich des Themas annehmen und darüber schreiben. Auch im Fernsehen war es, in der Heute-Sendung wurde darüber berichtet, besonders als die Krankenhäuser direkt angegriffen wurden. Über den Locky, welcher quasi nur einer von vielen möglichen Ransom-Trojaner sind. Das heißt, das sind einfach Softwaren, die sich Kontrolle oder Teilkontrolle von ihrem PC erlangen und dann anfangen, Dateien zu verschlüsseln, um damit quasi ein Business zu generieren. Und zwar wird ihnen dann die Dienstleistung angeboten, diese verschlüsselten Dateien wieder zu entschlüsseln, um Geld zu verdienen. Und zwar Bitcoins, meistens habe ich gesehen, waren das irgendwie 3 oder 4 Bitcoins, welches pro System dann in etwa 1200 Euro sind. Ganz abstrus, eine neue Version, aber mit Sicherheit nicht die letzte, ist der Jigsaw, der quasi den Befallenen, den Inhaber des befallenen Rechners so hingehend motivieren möchte, diese Bitcoins zu überweisen, indem er alle 60 Minuten willkürlich eine Datei löscht. Jetzt kann man sich denken, ja, dann schalte ich halt den Computer aus. Ja, das kann man in der Tat versuchen. Fürs Ausschalten belohnt einen der Jigsaw mit der Löschung von 1000 Dateien. Genau. Mittlerweile habe ich gelesen, dass der Jigsaw, der war wohl recht quick and dirty programmiert, auch wieder entschärft werden konnte. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist das sicher nicht der letzte Ransom-Trojaner, der in der Gegend aktiv ist. Ja, hier kurz gesagt noch, es war auch im Fernsehen über die ganzen Krankenhäuser und Behörden, die lahmgelegt wurden, auch aus der Gemeinde, wo ich herkomme, aus dem schönen Markt Schwaben, östlich von München. Auch da wurde das Rathaus mittels Locky lahmgelegt. So. Ja, so sieht das aus für alle, die das quasi
noch nie gesehen haben und mit dem Wunsch, das auch nie in Wirklichkeit sehen zu müssen. Was steht dort? Ja, im Endeffekt, was passiert ist, und zwar, dass eben die Dateien verschlüsselt wurden. Es wird ein bisschen darauf ja, abgezielt, dem zu erklären, wie diese Verschlüsselung funktioniert, aus welchem Grund auch immer, denn es ist in der Tat egal, weil es mit Bordmitteln verschlüsselt wurde. Und dann wird einem eben dieser private Key angeboten, den man ja dann kaufen kann, und auch eine quasi Anleitung, wie dieser dann erworben werden kann, beziehungsweise wie dieser dann über einen Tor-Browser bezahlt wird, runtergeladen wird, und um dann den PC wieder zu entschlüsseln. Jetzt sieht man auf dem nächsten Slide, dass mittlerweile in der Tat ja, diese ganze Dark Web Wirtschaft, muss man schon sagen, sich auf den deutschen Markt fokussiert hat. Das heißt, man sieht diese Seite, diesen Bildschirm vom Locky auf Deutsch, um dem Anwender auch ja, es möglichst leicht zu machen, dieses Lösegeld für seinen Computer zu zahlen. Man hat auch gesehen, dass in den allermeisten oder eigentlich fast allen Fällen die Zahlung des Lösegeldes dazu geführt hat, dass die Dateien wieder entschlüsselt werden konnten. Klar, also der Erpresser ist hier natürlich sehr, sehr stark daran interessiert, dass ja, dass die erfolgreiche Freischaltung der Dateien da stattfindet. Es ist auch so, dass er quasi das Businessmodell ist, und wenn es sich rumsprechen würde, dass diese Entschlüsselung oder dass nach Bezahlung eine erfolgreiche Entschlüsselung nicht stattfinden kann, das wäre natürlich für das ganze Business ganz schlecht, weil sonst da würde keiner mehr zahlen. Genau. Ja, wer ist befallen? Man kann sagen, alle. Nichtsdestotrotz hat sich aus welchem Grund auch immer, ich denke, einer der Gründe, die mit dafür sprechen, dass Deutschland sehr, sehr stark befallen ist, ist, dass das Thema Sicherheit beim Endanwender teilweise noch nicht im richtigen Umfang angekommen ist. Man sieht das, wenn man das vergleicht mit unseren Nachbarn, oder nicht direkt Nachbarn, aber mit unseren Kollegen aus USA oder Italien und den Niederlanden. Genau. Wie kann man sich so etwas holen? Erfolgreich funktioniert das derzeit hauptsächlich über Mail. Das heißt, Mail ist tatsächlich hier der Verbreitungsweg der Wahl. Warum? Es ist relativ einfach, eine große Menge von Mails erfolgreich an potenzielle User zuzustellen. Und man kann eben auch verschiedene Anhänge in so eine Mail packen. Jetzt würde man denken, ja, ich habe ja Antivirus, oder ich ja, blockiere Exe-Dateien oder wie auch immer. Aber die Herren in der dunklen Fraktion der Macht, nenne ich sie mal, finden immer neue Wege, ihre Schadsoftware zu verbreiten. Genau. So sieht das dann beispielsweise nochmal aus, wenn man ja, einen Crypto-Locker, denn das ist diese Unterart der Ransomware, das heißt, die verschlüsseln da etwas. Die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, in verschiedenen Varianten. Ja, man kann sich auch unter Umständen mehrere holen. Das bedeutet, dass, wenn man einmal den Locky hat,
Kann es durchaus sein, wenn man dann woanders draufklickt, man sich gleich noch so ein Jigsaw hinterherholt. Also da muss man in der Tat sehr vorsichtig sein. Wie verbreitet sich der? Also ich habe schon gesagt, über E-Mail. Das heißt, dort wird im Endeffekt erstmal ein Teil der Schadsoftware verbreitet. Diese Schadsoftware, was sie dann macht, sie versucht sich Rechte zu holen, indem sie dem Benutzer vorgaukelt, etwas Nützliches zu tun. Das heißt, man aktiviert dann unter Umständen ein Makro oder führt diese Datei aus. Was die Datei dann macht, ist, sie telefoniert nach Hause. In dem Fall hat das mein Kollege mit hier der URL malware.ru recht plakativ gemacht, weil man muss sich vorstellen, dass tatsächlich ein Großteil der Malware oder von Command- und Control-Servern sich tatsächlich in Russland befindet. Das heißt, dieser Locky, der es zwar noch nicht ist, aber der den Locky quasi nachladen will, verbindet sich jetzt mit so einem Server, holt eben eine Datei nochmal nach. Und jetzt kommt natürlich das, ja, sag ich mal, in Anführungszeichen Geschickte, weil klassischerweise blockiert eine Firewall alle Verbindungen zu bekannten Botnetzen oder Command- und Control-Servern. Jetzt ist es so, dass diese Angriffe sehr gut vorbereitet werden. Das bedeutet, dass diese Botnetze oder Command- und Control-Server, die üblicherweise bekannt sind, nicht benutzt werden, sondern es wird ein in Anführungszeichen jungfräuliches System irgendwo unter Umständen auch gekapert. Das heißt, da gibt es Server, die haben keine oder eine sehr gute Reputation. Die werden dann gekapert, um diese Schadsoftware bereitzustellen. Dann kommt quasi diese Schadsoftware auf den PC und der PC führt diese Schadsoftware dann aus. Und was als erstes gemacht wird, es wird sichergestellt, dass der Schlüssel, der ja dann quasi teuer erworben werden muss, irgendwo abgelegt wird, eben damit dieser dann gekauft werden kann. Wenn das nicht funktioniert, wenn der Schlüssel nicht irgendwo abgelegt werden kann, das heißt, der Command- und Control-Server nicht erreicht werden kann, wird der Locky auch nicht aktiv. Das bedeutet also, dass die Angreifer in der Tat versuchen zu vermeiden, dass ihre Festplatte verschlüsselt wird, ohne dass sie dann wieder entschlüsselt werden kann für gutes Geld. Genau. Wie sieht so etwas aus? Beispielsweise in einem Word-Dokument in diesem Fall. Man sieht auch unten wurde das von einem Antivirenprogramm gescannt und schlussendlich durchgelassen. Denn was macht ein Antivirenprogramm? Ein Antivirenprogramm guckt nach Signaturen, nach quasi bereits bekannter Schadsoftware. Und diese bekannte Schadsoftware ist in diesem Fall weder in dieser E-Mail noch wird diese Schadsoftware nachgeladen. Das heißt, das ist ja das Gemeine an Zero-Day-Attacken. Die sind am Zero-Day noch unbekannt. Insofern fallen da auch ja, die Virenscanner, die klassischen Virenscanner, lassen das durch. Für den ist das ein normales Word-Dokument mit einem Makro, was nicht unüblich ist. Genau. Das heißt, wenn man sich dann dieses Word-Dokument mit dem Makro holt, wird der Locky, was eine sehr, sehr kleine
Datei ist, unter Umständen ein JavaScript oder eine Exe-Datei nachgeladen. Und der legt eben diesen Schlüssel auf diesen Command-and-Control-Server, der im Idealfall auch noch jungfräulich ist und verschlüsselt ihre Dateien. Genau. Das sieht dann beispielsweise in diesem Dokument so aus, dass man sagt, und das ist auch wieder etwas ganz Gemeines, sagt, ja, ich sende dir hier eine Rechnung, und aber aus Sicherheitsgründen habe ich die verschlüsselt, deswegen schaut das so komisch aus. Um die zu entschlüsseln, musst du aber eben dieses Makro aktivieren, damit du das richtig lesen kannst. Und wenn man jetzt nicht, ja, sag ich mal, viel mit Sicherheit, Datensicherheit zu tun hat, dann ist man durchaus geneigt zu sagen, ja, das macht Sinn, du verschlüsselst es und dann muss ich hier drauf drücken, um das zu entschlüsseln. Also durchaus etwas, was ja, die Leute tatsächlich motiviert, das zu machen. Genau. Dann sieht man, wie bereits in den anderen ähnlichen Screenshots, die wir gesehen haben, diese Information, der sagt einem dann, was passiert ist und wie man sich aus dieser misslichen Lage befreien kann. Genau, das kann viele Varianten haben, in vielen Farben, tatsächlich auch in vielen Sprachen. Man hat im Oktober quasi, wo der Anfang dieser Ausbrüche von den Varianten von Loki war, das anfangs tatsächlich auch erst in Japan gesehen. Da war das eine auch eine Doc-Datei, die ein Makro hatte. Aber auch damals, hier ist ein Screenshot von unserer Sandbox, die dieses Dokument gescannt hat, und unsere Sandbox hat den jetzt mal mit einem Medium Risk die Datei selber beurteilt, weil selber kein Schadcode da war, aber die Beurteilung der Sandbox war insofern richtig, weil sie gesagt hat, die ist sehr verdächtig, da ist zwar per se kein Schadcode drauf, aber da wird etwas nachgeladen. Und genau dieses Nachladen ist ja etwas sehr Gefährliches und kann dann tatsächlich eben Schadcode, wie in diesem Fall, das tatsächlich so war, nachgeladen werden. Genau. Man hat auch schnell gesehen, dass diese Kommunikation, das geht dann, sag ich mal, nach ein paar Tagen relativ flott, wenn sich der Loki ausgebreitet hat, sieht man, dass die Command and Control Server, zu denen er hin kommuniziert, eben durchaus legitime Server sind. Hier ist es eine Firma namens Rockron, die gehackt wurde, davon wussten die gar nichts. Das heißt, da wurde dieser Loki abgelegt. Und innerhalb von ja, ein paar Tagen oder auch Stunden sieht man, dass da plötzlich sehr, sehr viel Kommunikation zu dieser URL hingeht, und dementsprechend wird das Risiko dieser Datei dann noch höher eingeschätzt. Genau. Dieser Rockron, das war eine URL, die in Australien gemeldet ist. Gehostet wird es allerdings in Arizona, und dann hat man auch sehr schnell die Betreiber dieser Seite informiert und nicht die ganze Seite offline genommen, aber auch relativ schnell die Datei, die dort abgelegt wurde, hat man dann entfernt und hat geschaut, dass man den Webserver da absichert. Genau. So sieht der für normale Besucher aus.
Das ist ganz interessant. Oft werden da Seiten genommen, die tatsächlich diese Kapazität haben, das zu machen und die eben die richtige Reputation haben, also eine positive, werden da sogar lieber gewählt als welche, die gar keine Reputation haben. Und dort wird halt eine Datei versteckt, die sich eben dann diese Software weiter runterzieht. Genau. Später wurde dann diese Kommunikation, das hat man dann gesehen, haben wir gesehen, okay, das ist mit einem Virus versehen und es wurde ja dann schnell reagiert. Aber das ist natürlich ein Trugschluss, dass das dann sofort entdeckt wird, da sich diese, ja, sag ich mal, diese Geschmacksrichtungen dieser Schadsdatei auch immer wieder ändern. Auch wird die Kommunikation zu den Command- und Control-Servern, die wird dann immer woanders, also es werden immer wieder neue Opfer gesucht, wo diese Datei abgelegt werden kann. So, jetzt kommt das Interessante, was können wir dagegen tun? Hier nochmal kurz all unsere Produkte, wie ich sie vorhin schon mal kurz angeschnitten hatte. Das effektivste Mittel gegen so eine Bedrohung ist die Sandbox. Die Sandbox spricht in dem Fall mit der FortiGate. Das heißt, was ist eine Sandbox? Eine Sandbox schließt quasi die Lücke zwischen dem bekannten Guten, also beispielsweise eine Datei, die gewitelistet ist, oder ein Server, der eine gute Reputation hat, oder etwas, was mit einem richtigen Schlüssel verschlüsselt wurde. Das ist das bekannt Gute, das Weiße, ganz links, und dem ganz rechts jetzt hier dem bekannt Schlechten. Das heißt, ich weiß, wie sieht Schadsoftware aus. Da gibt es Signaturen für bestimmte Viren für Schadsoftware. Oder einen Schritt weiter, wenn man das nicht genau weiß, gibt es Heuristiken, die gehen dahin, die stellen gewisse Vermutungen an, wenn dann. Und dann kann man sagen, okay, das ist böse. Jedoch befindet sich dazwischen, ich würde sagen, eine quasi unendliche Masse an Graustufen. Und genau um diese Graustufen geht es. Das heißt, ist etwas nur möglicherweise schlecht oder irgendwie verdächtig oder ja, komplett unbekannt. Deswegen möchte man sich die Dateien anschauen. Und dazu ist jetzt eine Sandbox, wie unsere FortiSandbox in der Lage. Was macht jetzt unsere Sandbox und was machen wir auch anders als die anderen und meiner Meinung nach besser? So, das Erste, was gemacht wird, wenn die Sandbox eine Datei von der beispielsweise von der FortiGate, von der FortiMail, von der FortiWeb oder vom FortiClient bekommt, ist, sie scannt diese Datei nochmal mit einer sehr großen Datenbank an bekannten Sachen. Das heißt, in ihrer FortiGate haben sie einen gewissen Auszug aus derzeit aktuellen Sachen. Die Sandbox macht quasi dasselbe nochmal, bloß mit einer riesigen Datenbank. Das heißt, da sind auch alte und ja nicht so verbreitete Schadsoftware drin registriert und danach wird gesucht. Wenn das jetzt, sage ich mal, keinen Erfolg hatte, das bedeutet, dass für mich die Datei immer noch nicht einzuschätzen ist. Das heißt, ich kann sie weder als gut noch als böse einschätzen, wird ein Cloud Query gemacht. Das heißt, die FortiSandbox fragt nach, ob diese Datei bereits von irgendeiner anderen Sandbox mal durchgecheckt wurde und ob die schon mal irgendwie eingeschätzt wurde.
Jetzt bei Zero-Day-Attacken ist es gerade am Anfang durchaus üblich, dass diese Datei noch von niemandem gesehen wurde. Das bedeutet, dass man den nächsten Schritt geht. Und zwar befindet sich auf der Sandbox, befinden sich dort mehrere Interpreter für Exe, für COM-Dateien, für alle möglichen Arten von Dateien. Das heißt, es wird eine Code-Emulation gemacht und es wird geguckt, ja, passiert denn da bereits irgendetwas Schlimmes oder Verdächtiges. Damit kann man, sag ich mal, quick and dirty programmierte Ransom-Trojaner aufspüren. Jedoch, wenn sich der oder die Programmierer richtig viel Mühe gemacht haben, Code zu verstecken und ja, schwer lesbar zu machen, muss man da auch den nächsten Schritt gehen und geht in eine tatsächlich virtuelle Instanz. Das heißt, da wird man kann sich das so vorstellen, da wird ein PC gestartet in einer virtuellen Maschine, der nimmt sich jetzt diese Datei und macht einen Doppelklick drauf, verschiebt die, benennt die um, löscht die vielleicht und macht ganz viele verschiedene Sachen mit dieser Datei. Da wird auch, sag ich mal, ein bisschen am Zeitrad gedreht. Und zwar wird auch mal der Computer ausgeschalten, eingeschalten und es wird auch die Zeit beschleunigt. Und zwar schauen wir, dass wir quasi so ein Lifecycle, also 90 Tage, 3 Monate von so einem User da simulieren und schauen, was macht denn diese Datei. Da wird jetzt auch nicht nur geguckt, ja, macht denn die irgendwas Böses, sondern macht die auch etwas durchaus Außergewöhnliches. Das heißt, ist das jetzt ein Word-Dokument, wo über ein OLE-Object eine Exe-Datei drin ist? Oder ist es eine Word-Datei, wo gar kein Text drin ist, sondern nur ein Bild? Oder ist es ein Excel-Sheet, wo ein Video drin ist? Weil das ist zwar nicht verboten, ist auch per se erstmal nicht böse, ist aber außergewöhnlich. Genau. Und dann wird eben geguckt, diese virtuelle Maschine würde dann diesen Code ausführen. Im Fall vom Locky sieht man, aha, der versucht sich da irgendwas nachzuladen und dieses Nachladen, wenn es schon länger bekannt ist, ist sogar dieser Server dann schon schlecht bewertet. Wenn es gerade am Anfang einer solchen Zero-Day-Attacke ist, wird der Server noch nicht schlecht bewertet, aber das, was dann nachgeladen wird, wird dann schon als Schadsoftware erkannt, weil es wird auch geguckt, was macht die, löscht die Dateien, kreiert die Dateien, ändert die irgendwas in der Registry, werden Dateien umbenannt, etc., etc. Und all diese Schritte werden dort von diesem Locky eben durchgeführt und das ist extrem verdächtig, weil das macht normalerweise eine Software nicht. Wenn ich mir ein Word-Dokument runterlade, dann ändert das nichts in der Registry, dann kreiert es keine Dateien, dann bis auf eine temporäre Datei, werde ich es öffne, dann benennt das keine Dateien um. All das ist extrem verdächtig und wird eben von der Sandbox beurteilt und am Ende des Tages oder am Ende dieser 90 Tage, die innerhalb von üblicherweise unter 400 Sekunden da durchgelaufen sind, am Ende dieser Zeit kann man sagen, wie man diese Datei einschätzt. Und im Fall von Locky hat man die eben als sehr, sehr suspicious eingeschätzt. Dann kommt ein sehr, sehr wichtiger Schritt, es gibt so ein Callback, das heißt, die Datei wird eben beurteilt, es wird gesagt, ja, das ist eine gefährliche Datei und dieses wird dann innerhalb dieses
Ökosystems, was ich vorhin angesprochen hatte, auch propagiert. Ja, die NSS Labs nennen Sandbox-Testing, nennen die Breach Detection, und wir waren einer der Hersteller, die ausgezeichnet wurden für unseren guten Durchsatz und aber auch für unsere extrem hohe Erkennungsrate. Unser System verfügt über alle Lizenzen, die man benötigt. Das bedeutet, es kommt heute mit Windows XP und 7 virtuellen Maschinen und kann mit Windows 8.1 und Windows 10 virtuellen Maschinen aufgerüstet werden. Ebenfalls haben wir eine Android-virtuelle Maschine im Angebot und arbeiten derzeit an einer sogenannten Custom-virtuellen Maschine. Das heißt, da kann ein beliebiges Betriebssystem vom Kunden bereitgestellt werden, welches diesen Scan dann durchführt. Genau. So, im Detail funktioniert das tatsächlich so, die FortiGate oder die FortiWeb. FortiWeb merkt man tatsächlich ganz wichtig, darf man nicht unterschätzen. Die FortiWeb ist da, um quasi ihren Webserver zu schützen. Denn es ist, wie man ja tatsächlich auch sieht, den Betreibern zum Beispiel von Rockrun oder anderen Websites, ist denen zum Teil nicht im Klaren, wenn sie einen Webserver haben, dass dort über welche Wege auch immer SQL-Injections oder andere Wege, zum Beispiel, wenn man ein Upload-Portal für Files zur Verfügung stellt, dass diese tatsächlich dann auch gescannt werden müssen. Das heißt, die FortiWeb kann ihren Webserver eben davor schützen, dass solche Dateien dort überhaupt hinkommen. Genau. Ja, hier nochmal die kurze Kommunikation beschrieben. Wie ist das? Es wird eben dann von der FortiSandbox mitgeteilt, da gibt es schlechte URLs, zu denen darf man dann nicht kommunizieren. Das unterbindet die FortiGate dann direkt und teilt das dann mit. Auch kann von der FortiGate initiiert werden, dass die Datei auf dem FortiClient quarantänisiert wird. Oder die FortiGate kann sogar den kompletten Client von dem Netzwerk trennen. Das heißt, den kann man in ein Quarantänenetzwerk schieben. Hier nochmal im Detail beschrieben. Ich würde da fast so ein bisschen drüber springen. Hier sind ein paar Beispiele, wie das aussieht, wenn man so eine Datei scannen lässt. Genau, da bekommt man einen Report und so weiter. Gut. Genau, die Integration vom FortiClient, eben ganz interessant, der nicht nur dazu verwendet werden kann, die Dateien zur FortiSandbox zu senden, sondern der kann die auch, sag ich mal, so lang zurückhalten, bis das gescannt ist und bekommt aber auch quasi lokale Signaturen, um, bevor es bekannte Signaturen zum Beispiel bei uns im FortiGuard-Netzwerk gibt, dort Aktionen zu starten, das heißt eine Quarantäne durchzuführen. Genau, so kann man sich das vorstellen. Man kann dann beispielsweise auf der Mail Appliance sagen, ich möchte, dass alle Dateien oder bestimmte Anhänge gescannt werden, auch nach verdächtigen URLs. Auch da kann gesagt werden, ja, also wenn das länger als eine bestimmte Zeit gescannt werden würde, dann
wird das auf jeden Fall erstmal abgelehnt. Dann kann man bestimmte Dateien und URLs sowohl im Body, also in der E-Mail selber, als auch ja, in den Headern erkennen. Genau. Dann wird eben geguckt, ja, was für Aktionen sollen dann durchgeführt werden auf der FortiMail. Üblicherweise wird es dann ja, vom mittleren bis zum wirklich erkannten Virus direkt auf der FortiMail quarantinisiert. Bei einem niedrigen Risiko schaut man, dass die zugestellt werden, beziehungsweise darf dann unter Umständen der User eine Quarantäne machen. Genau, die FortiWeb-Integration hatte ich ja schon angesprochen. Besonders interessant, wenn es beispielsweise darum geht, ja, es gibt offene FTP-Server, wo Dateien abgelegt werden können, die für die Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Box.com ist so etwas, Dropbox gibt es viele Geschmacksrichtungen. Auch da ist es gerade für den Betreiber eines solchen Servers extrem wichtig, dass der weiß, dass die Dateien, die dort sind, nicht für irgendwelche Kaperzwecke verwendet werden. Ja, dieses Bild, ich muss zugeben, ich habe es von einem Kollegen geklaut. Die Merkel-Raute, was bedeutet sie? Ich finde, sie zeigt ganz schön, wie eine Integration der Sandbox in den FortiClient, FortiMail und auch FortiWeb funktioniert. Genau. Hier eine kurze Übersicht, was gibt es für Ausprägungen von unserer FortiGates, auch was gibt es für FortiMails und was gibt es für FortiSandboxen. Die FortiSandboxen gibt es in, sag ich mal, zwei physikalische Appliances, einmal die FortiSandbox 1000D und 3000D. Dann gibt es die FortiSandbox VM und es gibt auch einen Cloud-Dienst für die FortiSandbox, wo quasi die Dateien in die Cloud, in die sogenannte FortiCloud gesendet werden, dort analysiert werden und sie dann quasi ein Feedback da bekommen. So, das ist im Wesentlichen der Inhalt gewesen. Jetzt gibt es noch ein bisschen, aber das würde ich fast auslassen, denn ich sehe, es ist schon später als 10 vor 3. Das bedeutet, unser Webinar ist fast schon am Schluss und bevor ich Ihnen jetzt noch die Neuigkeiten von Version 5.4, die zwar toll sind, aber auch nur für die Leute interessant, die viel mit 5.2 bereits gearbeitet haben. Jetzt würde ich sagen, ich öffne, beziehungsweise wenn jemand Fragen hat, würde ich jetzt sagen, dürfen Sie diese stellen? Entweder im Chat oder, wenn Sie möchten, dürfen Sie auch sprechen. Das heißt, Sie haben in Ihrem Client da die Möglichkeit, virtuell die Hand zu heben. Und wenn Sie das tun möchten, um eine Frage zu stellen, dann würde ich Sie jetzt darum bitten, weil jetzt haben Sie die Chance, akut eine Antwort auch zu erhalten. Okay. So, Herr Öztürk, Sie dürfen jetzt sprechen, Sie dürfen Ihre Frage stellen.
Ja, hallo, mein Name ist Dennis Öztürk, Stadtwerke Rottgau. Ich habe mal eine Frage. Wir haben jetzt hier überwiegend virtualisierte Maschinen und da ist jetzt die Frage, wäre dann für uns diese VM Sandbox die richtige oder ist es dann trotzdem eine andere? Das wäre die eine Frage. Dann würde ich noch draufsetzen, ich gehe mal davon aus, dass das preislich relativ hoch sein wird. Und da ist die Frage, ab welcher Größe lohnt sich oder wo muss man überhaupt einsteigen, dass der Durchsatz dann auch noch stimmt und dass auch, ja, Kosten, Nutzen ist immer so bei Viren immer so eine Sache, aber ja, wo liege ich denn da und ja, wie kann das mal analysiert werden, grundsätzlich, ob ich überhaupt richtig aufgestellt bin mit meinen derzeitigen Fortinet Produkten beispielsweise? Und Genau, ergänzen also. dann eben, was ich da noch bräuchte vielleicht unter Umständen. Als Angebot Super. oder als Service oder so. Danke für die Frage. Ob es eine VM-Ausprägung oder eine Hardware oder unter Umständen, also es kommt tatsächlich darauf an, wie das dann skalieren soll, wie viel da tatsächlich gemacht werden soll. Das müsste in einem POC, also in einem Proof of Concept, einfach gemessen werden. Das heißt, man schaut, wie viele Dateien müssen Sie gleichzeitig scannen. Für einen Einstieg ist tatsächlich beispielsweise so eine VM-Version sehr gut, weil die fängt mit vier parallelen Instanzen an und man hat keinen Invest in eine Hardware, sondern das ist eine reine Software, ist somit preislich auch interessant. Also die VM fängt, meine ich, preislich bei 13.000 an mit diesen vier parallelen Instanzen. Und dann kann man eben, da das ja nicht von der Hardware begrenzt ist, diese per Lizenz aufbohren, wenn man sagt, man möchte noch mehr, man möchte eine FortiMail anschließen und die FortiClient auch noch direkt. Das heißt, die wird dann mehr beschäftigt, die kann man dann, sag ich mal, skaliert linear mit dem, wie man die Lizenzen dann dafür beschafft. Genau. Okay, und wie sieht das denn aus? Auch hier nehme ich an, gibt es dann da auch jährliche, sage ich jetzt mal, Kosten, die dann noch auflaufen, dass man das ungefähr grob mal weiß, Genau, also für da gibt es den klassischen FortiGuard und FortiCare-Service, aber die sind in den klassischen, also da habe ich jetzt leider keine Preise im Kopf, die errechnen sich natürlich in gewisser Weise prozentual von dem Wert des Systems, das man hat. Es gibt aber keine, sage ich mal, Kosten, für einen Betrieb. Das heißt, im Prinzip tatsächlich könnte man so machen, wenn man sagt, okay, mit dem Stand heute mache ich halt keinen FortiGuard mehr, könnte man diese Sachen trotzdem noch weiter betreiben. Also für den Betrieb benötigt man es nicht zwingend, macht natürlich gerade für so Zero-Day-Geschichten umso mehr Sinn, diesen FortiGuard-Service auch da zu haben. Ne? Aber Ja, das verstehe. bei Verstehe. allen Produkten, da kommt es tatsächlich auf durchaus die Aktualität der klassischen Virensignaturen etc. an. Ja, und wie könnte denn sowas aussehen, dass man sich mal prüfen lässt, beziehungsweise dass man sich beraten lassen kann in Bezug auf die Infrastruktur und was jetzt da zum Ausbau und für die Planungen, gerade jetzt, wir haben ja einen Haushalt jetzt auch wieder zu beschließen. Wie schnell könnte man da jetzt jemanden bekommen, der sich das mal anguckt und wie wird das aussehen? Genau. Also ich würde vorschlagen, dieses Webinar haben wir jetzt zusammen mit der Firma Danes aufgesetzt, dass sie quasi die Kollegen von der Danes, das ist unser Partner, würden sie hier kontaktieren und man würde einfach die nächsten Schritte durchaus auch zeitnah besprechen, um dann eben so ein POC aufzusetzen, um ein vernünftiges Sizing zu machen, dass sie sagen, ja, ich möchte es in so und so einer Dimension, dass Sie sehen, tatsächlich, was für einen Effekt hat das, und dass Sie dann auch so schnell wie möglich die nächsten Schritte machen können. Okay, verstehe.
Super. Wunderbar. Dann schalte ich Sie wieder stumm und würde gucken, ob sonst noch jemand Fragen hat. Wenn nicht, ja, würde ich, es ist 1 Minute vor 15 Uhr, die Veranstaltung jetzt zu einem Ende bringen und Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, es war informativ und falls noch Fragen kommen sollten, die erst im Nachhinein Ihnen in den Kopf kommen, dann würde ich vorschlagen, kontaktieren Sie die Firma Danes oder mich. Ja, beziehungsweise ja, einen von uns beiden. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, dass Sie nicht von Loki befallen werden, bevor Sie eine Setbox von uns erworben haben. Herr Appelt, Sie sind